Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Jo, ich habe hier Stroh abgeladen, ich bin am Ernten. Beziehungsweise der Otto. Otto ist bei mir am Ernten. Oh, hier. LU kommt. Ja, Moin! moin. Mein Gott, ich muss hinter Ihnen herlaufen, Pierre. Wir sind ja Ja. ganz schön fix unterwegs hier. Ich bin Ja, ja voll aus der ne? Puste. Erntezeit. Achso, Ja. du bist doch vom LU, ne? Jawohl, Sagst jawohl. du deinem Chef Bescheid? Nee, du bist doch der Chef. Ich Ja. hatte hier beantragt, hier mein Feld abzumachen, aber der Bauernfeind, der hatte noch was zu erledigen bei mir und der arbeitet das jetzt ab. Ach so, ja, okay, also können wir das quasi streichen. Das können wir streichen, ja. Ja, Also alles klar. dreschen, abfahren, alles erledigt. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Wir müssen unser Silo sauber machen, Ja, reinigen und dann ja. müssen wir das einmal leer fahren und Ja. jetzt komme ich mit Raps und muss das irgendwie loswerden. Raps, okay, guck ich mal gerade. Wie viel hast du davon? Müsste ich genau gucken, Circa, das liegt auch nicht so. okay. 21.000 paar kaputte. Okay. 450. Also 470 wäre mir zufrieden. Ja, immer diese Handlerei. 470, okay. Ja? Jo. Was hat sie gerade mal 20.000 oder was? 21 irgendwas. 21. Moment, das wäre günstig für mich. So, 21 hast du gesagt, ne? Ja doch, 10.000. Cool, passt. Jawohl. Moment. Wo haben wir dich denn? Da, ne, da, da, auch da. Haben wir gesagt, ne? Jawohl. Bitteschön. So, vielen Dank. Dann Alles tippe ich den da klar. hinten ab. Jo. Meld mich dann gleich, wenn ich wiederkomme. Alles klar. Tschüss. Ja, ciao. Das Licht. Ach, hier stand er ja schon, okay. Ja. In Ecke da hinten oder? Bis jetzt kann ich nichts sagen. Mit Landwirtschaft, das funktioniert doch, ne? Ich glaube, wenn der so in seinem Element ist, dann klappt das auch. Warte den LKW hoch. So. Perfekt. Das geht ab so.
ich das gleich direkt düngen. Mal gucken. Ob ich noch Gärreste oder so ein Kram da habe. Alles mit die Blumen, ne? Die Schweinebauer nehme ich auch von dem Benni. Muss mir die Stuhl schenken. So, den wollte ich mal fragen, wie mit meinem Mob aussieht, der voll aufgetürmt ist oder nicht. Da muss man gucken, wie das aussieht mit dem. Mauer? Jo, servus! Jo, grüß dich, was los? Eine Frage, ich weiß nicht, ob du die auf dem Kopf beantworten kannst. Mein Unimob, weißt du, ob der an der Leistungsgrenze schon ist oder ob da noch was geht? Dein Unimog, ob der an der Leistungsgrenze ist. Ja, kann man wissen, was. Weil ich hab mit jetzt dem Ludwig, seinem Azubi, dem Schüdemecker geklaut. Ja. Und hab damit angefangen, der Unimog, der schafft es. Aber der MB-Truck schafft es besser. Der Unimog schafft es und der MB-Truck schafft es besser. Mein schweren MB-Truck, ne? Den kennst du ja. Und der hat überhaupt kein Problem mit dem Zweiachs-Schüdemecker. Mein MB-Truck, er schafft es aber nicht so, wie ich gern hätte. Also, man merkt, also der Unimog ist gut, oder was? Der kann damit fahren, ja, aber der MB-Truck ist besser. Kommt besser weg damit. Gut, jetzt willst du wissen, ob der Unimog an der Leistungsgrenze ist. Richtig, vielleicht kann man da irgendwann aufdrehen. Ich weiß nicht, ob der dabei ist oder ob der nochmal geht. Da kann ich mal gucken. Ja, warte, da muss ich mal gucken in meinen Unterlagen. Jetzt muss ich gucken. Ja, jetzt hast du mir eine Frage gestellt. Ja, so sieht's aus, ne? Das wäre schön, wenn alles gleich stark werden die beiden. Ne, nee, der ist schon an deiner Leistungsgrenze, sehe ich gerade. 240 PS hat deiner. Und der Unimog, der MB, was hat der? Der MB? Ja. Ach, da muss ich mal gucken, ob ich den MB-Truck jetzt noch finde. Soll ich mal Intercooler? Du hast den 2400er, ne? Ja, 240, ja. Oh ja, da muss ich mal gucken. Du stellst mich ja vor Aufgaben. Naja, du bist doch. Was ja, ist richtig. Der hat 280 PS. Ah, da ja viel zu wenig. Der hat also 40 mehr, ne? Ja. Ja. Ist aber auch schon an der Leistungsgrenze. Der ist bei, ja. Das war ich.
Ja. Gut, ja, dann hat's erledigt. Ich kann dir aber gerne was Neues verkaufen. Ja, aber ich habe den irgendwo welche, oder? Vor allem, was soll ich Neues kaufen, ne? Könnte dir einen schönen Fan 1050 anbieten. Oder ihr so ein Fan 36, den hat sie, hat es doch schon mal. Den hatte ich immer. Ja. Den wollte er freuen. Der hat seinen Sinn erfüllt gehabt, ne? Könnt ihr alle los. Ne? Einen Tag vor deinem Haus stehen oder was? Ja, nee. Wenn ich den gekauft hatte, dann hat man es rausgezogen. Aber gut. Ja, also ich könnte hier noch einen Deutz Fahr 9er. Der hätte auch ein bisschen mehr Leistung. Ja, das passt ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich die beiden gleich hätte, weißt du? Ja. Ne, 40% Unterschied. Und beides geht nicht weiter. 40 Unterschied. Okay, ja, wäre auch Quatsch, wenn ich den Ende jetzt zurück. Das ist ja so. Nee. Hm. Nee, dann. Dann lassen wir es so, wa? Da hat, er hat wieder hoch extrem schwer ein Taster hier für die kleinen Züge mit, oder? Ist das wirklich einer, ja, ja. Das kann ich dir gar nicht sagen. Weil er hatte riesen Taste von dran. Nicht runter. Tütemarker? Das kann ich dir gar nicht sagen auf Anni-Plätzen. Da müsste ich in die nächste Akte reingucken. Ja, vielleicht kauft er ja dann mal. Ja. Aber wenn er den einhandeln sollte, den Zwiebelmaker hier mal irgendwann, dann ja. Sag ich Bescheid, wenn ich kaufe. Okay, merke ich mir. Ja, du brauchst es, ne? Ja, merke ich mir. Weil ich brauche ja nicht so oft die zwei Felder hier, aber... Oh. Der Preis macht's, ne? Genau. Alles klar. Ich merk's mir, wenn okay. Er irgendwann mal ankommt. Ja, weil der Case ist schon ziemlich groß für den kleinen Wagen dann im Verhältnis, ne? Ja. Von daher. Naja, wer weiß, vielleicht kommt's ja noch. Alles klar, das war schon. Okay. Alles klar. Dankeschön. Jo, dann ciao. Einen schönen Nachmittag noch. Jo, bleib bald. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Gut, ich hab's erledigt. Ja, Klausi, hier, moin. Ja, ich bin mal wieder bei Ihnen in der Abladestation. Also, okay, was haben wir diesmal? Diesmal haben wir Sojabohnen. Ach Gott, oh Gott. Aber nicht die Welt, nur ganze 11.140. Dafür gebe ich dir. Ah, fällt alles. 57. 57, ja, das ist okay. Machen wir. Okay, so, das waren wie viel? 1140. Gut, dann machen wir 12. Also. 11.140. Ach, was mache ich denn hier? Alter, 93.000. So kann das sein? Nee, wie viel hast du? Doch, das stimmt. 11.140. Ja, ich sag mal 12.000 mal 57, habe ich gesagt, ne? Was macht denn das Ding hier? So sieht's aus. Das sieht schon besser aus. Jetzt hätte ich mir bald ruiniert. Ne? Ah. Oder? Sind doch spendabel, oder? Komm, dann mach ich 10 draus, so, weil du das. Das finde ich super. Ja. Dann kipp ich auch das gerne ab. Das glaube ich, ja. Wird auch direkt die Klappe losgeschoben. Alles klar, ja. Okay. So, alles klar. Ja, ciao. Ciao, ciao. So, dann weiß ich noch nicht, wie steigen wir den Augen. Was gefällt jetzt alles?
soll alles fertig, dann fertig ist alles vorbei. Aber ja, meine Freunde, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, abonniert ein Träumchen und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt mit unserem Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu steht in der Videobeschreibung, wenn ihr schon mal bei YouTube seid. Lasst den Kanal runter, ein Abo da und ein Like. Kostet alles nichts. Ne? Tschüss!